Aufgrund ihres Migrationshintergrundes, da sorgte die Wahl der Deutsch-Iranerin Apame Schönauer zur Miss Germany 2024 für rassistisches Kopfschütteln unter intolerant weltgeschlossenen, schon länger hier Lebenden. Also, ich finde, diese im Auge des gutmenschlichen Betrachters liegende arabische Schönheit, die repräsentiert doch die Mehrheit der hiesigen Bevölkerung. Also zumindest in den verbraucht bundesländischen Kalifatsmetropolen. Und dass unsere Gewinnerin Apame, ihres Zeichens ja eine feministische Aktivistin mit einer Mission, statt einer schwarz-rot-goldenen, eine schwarz-umrandete Trauerflor-Siegerscherbe trug, symbolisiert unser Land perfekt. Ja, ein Land, welches sich gerade durch politisch gewollte Deindustrialisierung und der Verarmung des Mittelstands sowie rot-grüner Wohlstandsvernichtung selbst zu Grabe trägt. Doch eine wirklich nachhaltige Entdeutschifizierung, die darf sich doch nicht allein auf die sprachliche Transformation von Miss Deutschland zur denglichen Miss Germany beschränken. Nein, es ist ja auch nicht damit getan, sich lediglich durch konsequente Vermeidung der toxischen Farben Schwarz-Rot-Gold von rechtsextremen Gedankengut zu distanzieren. Hier bedarf es wenigstens eines sichtbaren Bekenntnisses zur linksgrünen Zeitenwende unter dem Motto »Nie wieder Deutsch«, ganz nach dem reutigen Vorbild der Krökats, also der größten Kanzlerin aller Zeiten, welche ja damals die Fahne, die man nicht mehr zeigen darf, mit inbrünstiger Verächtlichkeit in die Ecke warf. Der IM-Erika-Ehrenschaulauf, bei dem heilgehielte Pfennigabsätze maximal pigmentierter Kandidatinnen den schwarz-rot-goldenen Stoff mittels Deutschlandflaggen-Trampling durch Sporen, ja wie Kugeln aus RAF-Waffen, der setzt nicht nur ein deutliches Zeichen gegen die Instrumentalisierung durch völkisch-nationalistische Kreise, sondern durchfeuchtet auch den Fairtrade-Baumwollschlüpfer pathologischer Vaterlandshasserinnen. Der Gesetzgeber möchte ja zukünftig Missverständnisse vermeiden, welche bei Veranstaltern zu wirtschaftlichen Nachteilen führen könnten, also infolge von Reichskulturkammer-Ausschlussverfahren nebst dem Versiegen öffentlicher Fördertöpfe. Und genau deshalb, da erarbeitete das BMBS, also das Bunde Ministerium für Brot und Spiele, die Schö-Kö-Entdeu-VO, das ist die Schönheitskönigin-Entdeutschungsverordnung, deren präventive Umsetzung wird ab sofort auf absolut freiwilliger Basis empfohlen. Und der Inhalt ist wie folgt, Paragraph 1, es geht um die Zulassung von Kandidatinnen, Absatz 1, zur Teilnahme an öffentlichen Schönheitswettbewerben sind ausschließlich Personen mit Migrationshintergrund berechtigt. Absatz 2. Migrationshintergrund definiert sich im Regelfall über die Zugehörigkeit zur islamischen Religion und/oder maximal pigmentierten Ton. Absatz 3. Auf Antrag werden Quotenausnahmen von Absatz 1 und 2 genehmigt, falls die nachweisbare Gefahr besteht, Beobachtungs- oder verdachtsfällige Elemente könnten die Kandidatinnenauswahl für rassistisch motivierte Desinformationskampagnen instrumentalisieren. Absatz 4. Kandidatinnen mit blauen Augen und blonden Haaren, besonders wenn sie zum völkischen Zopf gebunden, erfüllen den Straftatbestand der Verherrlichung der Herrenrasse. Absatz 5. Ausgenommen von Absatz 4 sind Teilnehmerinnen, die durch den Ukrarierpass ihre Zugehörigkeit zur blau-gelben Friedensvolksgemeinschaft nachweisen, deren Reinheit dem Schnee in der Ostkokaine gleicht. Absatz 6. Veranstalter verpflichten sich, alle Kandidatinnen regelmäßig beim MIST-TÜV auf Einhaltung jeweils aktuell gültiger Meinungsgrenzwerte hinsichtlich geo- und klimapolitischer, sexueller sowie medizinisch-pandemischer Ansichten zu überprüfen und ausschließlich Teilnehmerinnen zuzulassen, die ihre Mainstream-Zertifizierung nach DIN ISO 0815 erfolgreich bestanden haben. Absatz 7. Auf dem Gebiet der ehemaligen DDR geborenen Personen sind grundsätzlich keine Teilnahmegenehmigungen zu erteilen. Insbesondere Antragstellerinnen aus Sachsen, Brandenburg und Thüringen ist im Ablehnungsbescheid mitzuteilen, dass sich das Zulassungskriterium Bräune ausschließlich auf äußerliche Merkmale beschränkt. Absatz 8.
in Wort, Bild oder Schrift geäußerter Nationalstolz führt zur sofortigen Disqualifikation, außer er bezieht sich auf das migrationshintergründige Herkunftsland der Bewerberin. Und abschließend, da wagen wir noch einen prophetischen Blick auf die zukünftige Miss Germany 2025. Das wird eine ukrainische Transsexuelle mit syrisch-afghanischen Wurzeln sein, welche im Befreiungskampf gegen die russischen Besatzer nicht nur hunderte Iwan-Söldner vom Leben befreite, sondern im Alleingang auch Dutzende russische Panzer und MiGs abschoss, bevor die geschlechtsunentschiedene Heldin als politische Gefangene ins Gulag verschleppt wurde. Und obwohl die Ruski-Barbaren sie dort mit Entzug von gendergerechter Anrede und Verweigerung des dritten Geschlechts-WCs grausam folterten, gelang ihr die Flucht aus Sibirien, barfuß ihre Großmutter auf dem Rücken tragend. Medienwirksam beklagt Miss Political Correctness 2025 den furchtbaren Rassismus im einzigen Land der Welt, wo sie, dank Asylcard Gold, leistungslos in der sozialen Hängematte baumeln kann, während steuerzahlende Rassisten solidarisch ihren Lebensunterhalt erarbeiten. Und als vierfach geimpfte Klimaaktivistin setzt Miss Migration 2025 pausenlos Zeichen gegen rechts, AfD und Putin, trägt Regenbogenschärpe, engagiert sich leidenschaftlich für die Lieferung von Atombomben und Entsendung von NATO-Bodentruppen an die Ostfront und nennt als ihr großes Vorbild den ukrainischen untatlichen Freiheitskämpfer Stefan Bandera. Ja, und man fragt sich natürlich, ob die Miss Germany-Juroren eine Armbinde trugen. Nein, also jetzt keine rote mit gehaktem Kreuz, sondern so eine gelbe mit drei schwarzen Punkten. Denn das würde erklären, weshalb wir im internationalen Wettbewerb der Schönsten der Schönen unser Land der totalen Lächerlichkeit preisgeben. Dank einer Miss Unterdurchschnittlich 224 mit Claudia Roth Gedächtniswarze an der Oberlippe. Und jetzt mal Butter bei die Fische, ja? Warum sind denn Schönheitskönigin außerhalb deutscher Absurdistanz junge, verführerische Sahneschnitten mit Traumfigur? Hä? Aus dem gleichen Grund, weshalb Damen des horizontalen Gewerbes in Overknie-Stiefeln und Minirock am Bordstein stehen, statt in Strickpulli und Jesuslatschen aus dem Dritten Weltladen, weil es nämlich geil ausschaut. Und es gab mal Zeiten, man mag es kaum glauben, ja, da verkörperten deutsche Vollblutfrauen, so wie Claudia Schiffer, das internationale Schönheitsideal. Ha? Warum? Weil es stilvoll sinnliche Traumfrauen waren und bei Claudia Schiffer kann man sagen auch immer noch sind, die kein heterosexueller Mann mit normalem Testosteronspiegel von der Pettkante stoßen würde. Ja? Und außerdem, da besaß ja die Generation Schiffer eine ordentlich weibliche Figur, nicht so wie heute die dürren Hungerhaken-Models, denen der Hüftknochen 10 cm raussteht. Da denkt man ja, die gehen zum Casting für Schindlers Liste 2.0. Ne? Wer auch immer Apame Schönauer zur Miss Germany wählte, der war blind wie Stevie Wonder, weshalb die Juroren offensichtlich übersahen, dass die iranischstämmige Gewinnerin zufällig im selben Büro wie der Miss Germany-Chef arbeitet, zufällig die Halbfinal-Event-Location der Misswahl designte und zufällig gingen auch die Mietnamen für diese Location an den Arbeitgeber der Siegerin. Aber immerhin setzten wir mit der arabischen Miss Germany ein toleranzbesoffenes Zeichen und richten den moralischen Zeigefinger auf Länder, die noch nicht unser Endstadium der nationalen Selbstverleugnung erreicht haben. Jetzt stelle man sich mal vor, ein nordisches, blauaugen Langhaar-Blondie würde bei einer arabischen Misswahl antreten. Außer dem Angebot als exotische Haremsbereicherung bekämen sie keine Punkte, sondern maximal lediglich Kamellacher. Man kann sich ja das deutsche Missdesaster auch mit den verlogenen Worten »Jeder Mensch ist hübsch« schönreden, statt der Wahrheit mal buchstäblich ins Gesicht zu schauen. Ja, es ist eben so, mancher, der stand bei der Verteilung von Ausstrahlung, Attraktivität, Figur und Sexiness in der vordersten Reihe. Naja, und andere, die mussten sich halt damit begnügen, was die optische Resterampe so für sie übrig ließ. Ja, es ist genauso wenig, kommt jeder Mensch als kleiner Einstein auf die Welt, auch wenn uns das die sozialistische Gleichmacherei suggerieren will, jeder besäße die gleichen Chancen im Leben. Nein, das ist absoluter Unsinn. Der eine, der besitzt eben ein paar zusätzliche Gehirnwindungen, in denen ja, quer vernetzte Synapsen ein kongeniales Intellektfeuerwerk zünden. Naja, und im Oberstübchen des anderen,
da klimmt halt nur ein Energiesparlämpchen. Ja, kann auch keiner was dafür. Und mein persönliches Fazit aus dieser Mistwahl: Apame Schönauer, die mag eine kreative Architektin sein und auch sicherlich eine fürsorgliche Mutter, die gewiss nicht hässlich ist. Aber optisches Mittelmaß, das genügt eben nicht, um in der internationalen Superfrauen-Champions-Liga mitzuspielen. Bleiben Sie kritisch, Ihr Elmar Gerke.